Herzlich willkommen zu einem neuen Heftblättern. Heute mit Anatol Locker. Schönen guten Tag. Hi, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, dass ich eingeladen wurde. Ja, sehr gut. Also, Wahnsinn. Feine Sache, das. Und wir blättern durchs aktuelle Retro-Gamer-Heft. Warum haben wir nicht zwei? Blättern wir mal durch. Ja. Und erzählen einfach ein bisschen, was uns so auffällt bei dem Heft. Und du hast ja jetzt dieses Mal wahnsinnig viel mitgemacht. Und wir kommen ganz am Ende erst zu dir. Ja, wir haben meine Artikel sind verdoppelt. Ich habe zwei in dem Heft. Echt? Ja. Stimmt, weil ich den einen nicht bringen konnte, genau, den Oregon Trail. Ja, den ist nämlich nicht gebracht. Wir müssen drüber reden, Jörg. Ja, so ist es. Aber ich muss erst mal sagen, das Cover fand ich schon mal ziemlich cool. Mhm. Ich bin momentan an dem Punkt, wo ich die Ausgabe noch gar nicht gesehen habe. Bei mir war gerade wieder die Hölle los und ganz viel hier und ganz viel da. Ruf mal die Agentur an, die haben uns das falsche Model geschickt. Ja, tut mir leid, ich muss wieder gehen, ich bin weg. Das ist aber perfekt, weil dann bist du quasi jetzt ein Erstkontakt. Ich bin der Erstkontaktleser, genau. Und ich habe jetzt extra schon meine Brille angezogen, weil man muss ja auch ein bisschen was sehen oder auch mal den Text nicht nur als Graubild wahrnehmen. Also was mir als allererstes auffällt, ist natürlich... Hier, dieser nette junge Mann, oder? Dieser nette junge Mann. So, jetzt ohne, dass du es besser mit einer tollen Tasse wüsstest. Also, wie würdest du ihn schätzen auf 20, 25, 30, 22? Hätte ich eigentlich gedacht. Die Haare sind noch nicht so richtig gewachsen. Und schwarze T-Shirts hat man auch immer an, wenn man 22 ist. Und fällt dir auf, dass das T-Shirt komplett nach rechts verzogen ist, beziehungsweise nach links? Das sollte man eigentlich auch nicht machen bei professionellen Fotos. Ja, aber das gibt so den gewissen... Ja. Menschlichen, es menschelt den Charme. Ja. Und ich habe tatsächlich gleich zwei Merk-Geschichten an. Also eine habe ich in der Hand, die von dir schon erwähnte Tasse. Mhm. Und das andere ist der gestickte Retro-Gamer-Schriftzug auf dem Premium-T-Shirt in unserem Shop. Boah. Wenn du brav bist, kriegst du nachher auch was eins. Was kostet eins? Ja, nicht so ganz billig, weil es echt eine gute Qualität. Ja. Also da kommst du so bei 39 Euro raus. Was eigentlich geht für ein gescheites T-Shirt. Was okay ist, aber sagen wir so, wenn du das T-Shirt lange hast, dann hast du mehr davon irgendwie. Also für 39 finde ich okay, ist gut. Aber hey, eins muss ich sagen hier, ich meine, wenn wir jetzt bei der ersten Seite schon so lange, wie lange wird das dauern? 2, 4, 6, 8, 10, 12 Leute. Und da fehlt sogar noch der Tom und der Hagen. Die haben nämlich auch geschrieben, die haben aber einfach nicht mehr draufgepasst. Also es haben wirklich 14 deutsche Autoren dieses Mal geschrieben. Ja. Ich sag's ja, die Retro-Gamer wird zum Sammelbecken der deutschen Spieleautorenschaft. Zum Gnadenbrotstall der abgehalfterten Spieleveteranen. Genau. Klingt auch gut, oder? Ja, finde ich. Dann fühl ich mich zu Hause. Wende deinen Blick noch auf das... auf deine Unterschrift? Ja, auch darauf. Kann ich die fälschen? Nee, weil das ist eine Fake-Unterschrift. Das hat mir damals der Boris beigebracht, gleich in meinen ersten Monaten bei PC Player. Unterschreibe nie mit einer echten Unterschrift. Und alle, die sich jetzt schon gefreut haben, sich wundern, warum die Schecks bouncen oder Retro-Gamer immer noch mir gehört. Naja, gehört mir ja nicht den Engländern. Ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Pech gehabt. Ja. Aber jetzt habe ich es mal gesagt. Und ich unterschreibe aber dann auch so, das ist schon keine Fake-Unterschrift. Das ist meine Persona, Jörg Langer, der Redakteur-Unterschrift. Und genau. Persona, ich möchte nochmal einen Kredit von der Bank. Das ist ein bisschen, das ist viel angstvoller und krakeliger. Das eine ist mit der linken Hand und das andere mit der rechten. Genau. Aber was ich hier drin sehe, ist ein Screenshot. Ein besonderes. Gehilfe, bringen Sie uns mal schnell einen Kunstdruck, bitte, den aktuellen. Ja, da ist er gerade nicht drin. Aber er ist mir beim Auspacken des Hefts sofort in die Hand gefallen. Und da es ja schon der zweite ist, bin ich gespannt. Danke, Hagen. Dankeschön. So, der ist nämlich hier im Heft. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Donkey Kong. Wieder von mir gepixelt. Also es ist nicht ganz ein originaler Screenshot, weil das ja hochkant ist eigentlich. Ja, ja.
Und ich habe halt, also auch in der NES-Fassung, die ist dann halt einfach 4 zu 3 und das ist ja kein 4 zu 3. Und ich habe halt einfach geguckt, dass Mario oben ist, dass was passiert, ein bisschen rumgepixelt, aber ist schon sonst nicht getürkt. Also Moment, gepixelt bedeutet, dass du ich hab es das in Photoshop nachher noch ja, mal ich bearbeitet du hast, möchtest oder? nicht wissen, ich mache das mit dem Mac-Vorschau-Programm. Ja, das übrigens ziemlich gut ist. Ja. Da kann man echt eine Menge Ja. anstellen. Okay, gut, verstehe. Ja. Ja, Ist aber aber hey, nur noch super in schön. der Abo-Ausgabe und natürlich bei den Freieinweisungen für unsere Autoren Ja, ich dabei. meine, gibt es einen anderen Weg als ein gutes Abo? Dann braucht man nicht mehr jedes Mal zum Kiosk rennen, bei dem Sauwetter gerade mit den großen Da Regengüssen. fällt mir noch was ein. Gehilfe! Oh, nein, nicht wieder mit der Kündigung drohen, Hagen. Ich spiele das doch nur. Könntest du mir so einen Rahmen bringen? Oder eins von mit Rahmen drin? Irgendwo bei mir auf dem Schreibtisch steht da eins. Rahmen, Suppe. Rahmen, du wirst jetzt, na, nicht die Rahmen, sondern ein Rahmen, wie in Bilderrahmen, wie in Ein Bilderrahmen. 18x24, denn, weil wir hier heute den Verkaufsshop haben, nee, weil es einfach passt, wir bieten jetzt nämlich für Abonnenten-only auch so Bilderrahmen an, aus Holz, mit so einer Plexiglasscheibe. Das sind ganz normale Rahmen, ihr könnt jeden nehmen, mit jedem Ja, Format. dieser spezielle Rahmen, du weißt, Wenn man ihn lange genug berührt, berührt, dann ist man im Spiel. Wusstest du das? Dann wird man in das Spiel gesaugt. Nee, geht sogar. Ja. Und hat keinen schwarzen Rahmen mehr. Also, wir bieten den schwarz und den bunt an. Ihr könnt ihn bestellen, aber nur als Abonnenten. Ihr könnt aber auch wahrscheinlich für selbe Geld oder günstiger irgendwelche Rahmen finden. Das sage ich einfach mal so. Also 18x24 ist das es Format. ist, es gab doch dieses Home Order Television Hot. Ja! Jetzt machen wir ROT. ROT, ROT, so heißt ein wichtiger User bei Game of Retro Global, ne? Gamer Online Online Television. Television. Genau. Wäre nicht Ross für Store oder Shop sinnvoller? Wäre auch, aber das könnte man mit Rosshirt verwechseln. So, wenn man Bitte dem komm mal reiner. Tempo weitermachen, gehen die Kameras leer, machen wir So, jetzt weiter. machen wir mal was weiter, Genau. weil ansonsten sind auch alle gelangweilt. Das nenne ich einmal einen aufgeräumten Inhalt. Ich mag Ja. aufgeräumte Inhalte, weil ich bin nämlich eine alte Zicke, ich mag Übersicht. Ja. Also das war mir immer schon als Chefredakteur total wichtig, dass du auf dem Inhalt die Sachen schnell erkennen kannst, was da ist. Deshalb habe ich auch die Bravo Screen von gemacht, die mit Sicherheit nicht aufgeräumt war. Man muss sich ja auch manchmal ein bisschen ändern. Nee, aber nee, im Ernst. Weißt du, dass das Ja. eine meiner aufwendigsten Artikel im Heft ist? Weil das mache ich immer. Ja, das kann ich mir Weil gut diese vorstellen. Kurztexte, die wahrscheinlich kein Mensch liest, Nö. außer vielleicht mal einen, die machen unglaublich viel Arbeit, weil die sollen ja sich abwechslungsreich lesen und die sollen was über den Artikel sagen. Und den einen, den man vielleicht mal zufällig liest, der soll halt auch dann passen. Ja. Aber niemand wird das natürlich runterlesen. Aber das dauert echt immer lang. Ja, das kann ich Wahnsinn. nachvollziehen. Und Vor allem auch, bei einem Heft, das ja. Und das auch alles unterzubringen. Also da wird echt, das ist, 180 Seiten, ja, da das wird hast du was zu echt tun. immer genau. Da wäre ich schon fast am Überlegen. Und auch solche Callouts, die Mhm. Freisteller und das. Wie macht ihr eure Freisteller? Das musst du den Clemens fragen, den Layouter. Da mache ich gar nichts. Gut. Aber gut, dass du Du darauf beschreibst hinweist. den Das Freisteller. macht er schon selbst. Ja. Viel kommt auch von Engländern. Und hier ist vielleicht noch zu sagen, dass wir jetzt endgültig die Hardware mal ein bisschen erhöht haben. Wieder, da hatten wir in den letzten Heften, hatten wir relativ wenig. Aber jetzt haben wir wieder viel Peripherie und Hardware im Ja, Heft. Dann blättern sehr Sie schön. weiter, Herr Locker. Gerne. Ports of Call. Sagt das was? Ja, ich habe es damals nicht gespielt. Harald hat es Aber, gespielt, ja. hat es wieder gespielt und war begeistert. Hier sieht man ihn sogar mit seinem Sohn. Und Harald ist halt Harald, er schreibt halt auch, dass der Sohn es ziemlich langweilig fand. Und da ist ein Meinungskasten von dir, magst du ihn vorlesen? Aus Happy Computer 5. Also muss ich es doch gespielt Du haben. musst es mal gespielt haben. Ports of Call kann man mit vier Personen spielen, was viel mehr Spaß bringt. Ist man zu mehreren unterwegs, braucht man Zeit, denn die Diskettenzugriffe werden nervtötend. Das Programm besticht durch die exzellente Grafik. Wenn man es jedoch eine Weile gespielt hat, flaut die Motivation schnell Ich ab. sehe jetzt erst die Wertung, die du mal damals Ich habe gegeben damals hast. 54% gegeben. Und Also ich war nicht damals happy. war in der Happy Computer 5 1988. 1988. Ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit den reinen Wirtschaftssimulationen aus Deutschland. Ich war kein Hanse, Kaiser oder ähnlicher Fan. Aber hier hast du das fantastisch enervierende und teilweise wirklich Dark Souls-Vibes erzeugende Einparken Ja, in die Docks. ja.
Oder das Retten von Schiffsflüchtigen. Ja, die Surprise ist heiß. Genau. Vierfach Spaß im Mehrspielermodus. Hat der Locker schon erwähnt. Ja, also, genau. Machen wir weiter. Ja, hier bin ich richtig stolz drauf. Also überhaupt auf diese neue Rubrik. Die haben wir erst seit unserem Relaunch Anfang des Jahres. Unter der Lupe. Da versuchen wir, dass wir so deutsche Titel uns aussuchen. Und wenn das vielleicht gerade nicht möglich ist, weil der Autor gerne was anderes machen würde, dann zumindest mit deutschem Blick da dran gehen. Ja. Wie würdest du, ohne dass wir das abgesprochen haben, so die deutsche Herangehensweise an Spiele, vor allem vielleicht auch damals, mit der englischen vergleichen? Also sagen wir es so, wenn du damals relativ neu in dem ganzen Segment warst, war die deutsche Herangehensweise erstmal zum nach unten zu gehen zu Mama und dort unten aus dem Regal das Wörterbuch zu holen, weil du hattest eine relativ hohe Sprachbarriere und es gab wahnsinnig viel Zeug, was du nachschlagen musstest. Ja. Auch als Redakteur? Also, als Redakteur ging es dann schon ein bisschen besser, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch mit Internet war damals nicht so verfügbar. Noch nicht erfunden. Genau. Es gab vieles noch, wo jeder von uns auch Schwächen hatte und wir haben noch nicht alle so viele Text-Adventures irgendwie durchgespielt, dass der ein oder andere Fachbegriff, den wir auch irgendwie nicht wussten, also ich musste da schon relativ viel einfach nochmal nachschlagen. Deshalb das gute Webster's Dictionary lag bei mir auch als Redakteur neben dem Schreibtisch, dass man nicht komplett ahnungslos rüberkommt, was ja manchmal helfen soll als Redakteur. Das war jetzt alles sehr spannend, aber komplett an meiner eigentlichen Frage vorbei. Das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte eigentlich von dir so ein bisschen wissen, wie vielleicht sich deutsche Spieleredakteure in ihrem Schreiben und Wirken unterschieden haben könnten von englischen. Sagen wir es so, die englischen waren deutlich begeisterungsfähiger. Sagen wir, die Ausschläge waren für mich klarer. Wenn die was gut fanden, dann war es super. Ja. Und wenn sie es scheiße fanden, dann wurde es vernichtet. Das hast du auch, fand ich auch generell in der englischen Fachpresse. Der New Musical Express, NME, hat Musikerkarrieren getötet. Im Dutzendpack. Die erste Platte. Und dann die zweite. Dann, ja. Also ich muss echt sagen, genau. Ja. Und ich glaube, da sind die Deutschen etwas beständiger gewesen, haben sich auch das Spiel angeschaut. Es gab schon so manchmal, dass wenn du gesagt übrigens hast, kannst, sorry, versuch mal nicht so da drauf zu patschen, weil da oben ist noch eine Kamera. Wahnsinn, oder? Das hier zum Beispiel erinnert mich sehr an Ultima. Ja, Ultima 4. Genau. Eines meiner Lieblingsspiele, bis heute. Und darum geht's. Der Artikel kommt vom Hardy Heisdorfer und der hat sich die dunkle Dimension angeschaut. Ein Fünffacher in der Potenz 3 Ultima-Klon, aber durchaus mit eigenen Ideen. Ideen des Weglassens. Es gibt nur einen Spieler statt in Ultima, je nachdem, was er geklont hat, 4. Da waren es noch 8. In Ultima 5 waren es dann 6 Partymitglieder. Ja. Aber durchaus mit eigenen Ideen. Und schau mal, das gab es in Ultima nicht. Ein bildschirmfüllendes Drachenmonster. Ja, aber du darfst nicht mit Finger drauf langen, sonst sieht man ja nichts mehr. Ich fand das jetzt eine billige Riposte. Also. Aber schau mal, da steht Druide. Okay, also das kann ich auch. Nur sehe ich jetzt nichts mehr. Schlechte Idee. Na, dann blättern wir doch weiter. Aber das sehr schön, eben, bin ich gespannt, was ihr da mir... genau. Aber ihr macht dann nicht nur deutsche Spiele, sondern generell. Also ich wollte es gerade sagen, wir versuchen deutsche Spiele zu machen, die vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen sind bislang in Retro-Gamer. Aber wenn mal ein Redakteur ein Englisches haben möchte, Bomberman, letzte Ausgabe, dann sagen wir, ja, dann geh aber mit deutschem Blickwinkel dran. Und der deutsche Blickwinkel für mich ist so ein bisschen, um das noch zu ergänzen, sehr detailorientiert und zählen wie viele Animationsstufen und so ein bisschen aus so einer Mischung aus Tester, also aller Autotester, der sich Werte aufschreibt, aber vielleicht auch einer gewissen, ich möchte mich absichern, Mentalität heraus, alles so immer herleiten und begründen. Und das fehlt mir persönlich ein bisschen bei den englischen Artikeln. Die gehen da halt auf die englische Art oft dran. Die sprechen mit Leuten, die lachen sich tot über auch wirklich oft lustige Anekdoten. Ja. Und das ist schön. Das ist ein bisschen mehr Stiftung Warentest. Und wir sind so ein bisschen mehr in diesem Unter der Lupe Stiftung Warentest. Das ist so ein bisschen die Idee. Ja, das ist doch sehr schön. Pizza Connection 2. Jetzt gucken wir mal, was Anatol sagt, ob er das Wesentliche erkennt.
Ja, ich meine, sagen wir es so, die Schlangenpizza, Schlange, Tuna, kenne ich das Wesentliche, kann ich sehen? Schau mal auf meine Seite so ein bisschen. So. Pizza 2 Connection Vollversion. Unsere Abonnenten schenken wir zusammen mit Assemble Entertainment Steam Keys für Pizza Connection und Pizza Connection 2. Genau, also Spender. Ja. Ne? Und das steht da nur so klein. Es gibt nachher nochmal eine Anzeige, aber zu der kommen wir. Die hat was ganz Tolles. Mal sehen, ob du das findest. Wenn nicht, muss ich sagen, wäre ich enttäuscht von dir. Okay. Pizza Connection 2 und Pizza Connection 1 gibt es für Abonnenten, auch wenn er jetzt erst noch abonniert, als Vollversion. Steam Key ist es keine 100 Euro wert oder sowas, aber ich habe zuletzt geguckt, 10,78. Ja. Immerhin. Butter bei die Fische, würde ich sagen. Und es sind schöne Spiele. Butter bei die Pizza. Genau, Butter bei die Pizza. Pizza auf die Butter. Und wie gesagt, nachher wird es noch lustig, wenn Anatol aufpasst. Dann zur Titelgeschichte. Da haben wir ein gutes Beispiel dafür, was wir doch immer wieder auch an den englischen Artikeln tun. Weil der englische Artikel hatte einen ganz anderen Aufmacher, hatte dann eine Seite, die ein bisschen anders aussah. Und dann ging es mit den einzelnen Jahrzehnten der 90er weiter. Okay. Denn ich glaube, du wirst uns zustimmen, dass die 90er vielleicht das wichtigste, aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spielejahrzehnt. Das prägendste, ja, mit Sicherheit. Ja. 3D, ja. Internet, viele Genres, die es neu gab, wie RTS. Ja. Also ich glaube, in den 80er wurde, gut, das war halt das 70er Arcade, 80er Heimcomputer, 8-Bit Heimcomputer und dann ging es eigentlich Konsolen. Konsolen, aber auch PC in Deutschland natürlich. Also, gar keine Frage, ja, bin ich voll bei dir. Aber bei uns gibt es halt auch noch diese Doppelseite, die ich komplett neu geschrieben habe. Und der Tom Schmitz, der den Artikel lokalisiert hat. Und meine Wenigkeit, wir haben wahnsinnig viel hier an den Spielen geändert. Weil das haben wir gerade schon über die vielleicht unterschiedliche Herangehensweise von Briten und deutschen Redakteuren geredet. Aber natürlich gab es auch komplett unterschiedliche Spielewelten. In den 80ern waren die eigentlich dieselben. Ja, im Wesentlichen. Aber dann kam halt dort, oder auch schon da war dort Specky eher, bei uns Schneider, CPC und C64 natürlich. C64 war bei denen auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Amiga, aber dann kam halt bei denen SNES und so weiter. Diese ganzen Konsolen im 16-Bit-Bereich. Hm. Bei uns haben die Leute dann aber Homecomputer weitergespielt und sind auf dem PC abgegradet. Und gerade in den 90ern hat sich das vollzogen. Sprich, wir haben uns mit unserer Erfahrung in der englischen Auswahl dieser jeweils 10 Titel pro Jahr also teilweise überhaupt nicht wiedergefunden. Da haben deutsche Spiele wie Siedler, Anno und so weiter komplett gefehlt. Ja, okay. Da haben aber auch Spiele, wichtigste Spiele wie Age of Empires haben da gefehlt. Also da haben wir also wirklich... Was waren dann da drin? Da waren halt Arcade- und Konsolenspiele noch in Löcher drin. Und halt auch solche, die jetzt bei uns bekannt sind vielleicht, aber jetzt nicht, wenn du nur 10 Slots hast. Und da sind wir dran gegangen. Leider haben wir auch einen Fehler gemacht. In dem Fall glaube ich im Layout. Ich lasse dich jetzt nicht zu und das dauert zu lange. Vielleicht finde ich ihn selbst nicht mehr. Aber wenn du mal guckst, ja, Age of Empires, wie gesagt, war gar nicht drin. Auch was sie so oben hingestellt haben. Jetzt habe ich es überblättert, aber irgendwo wird behauptet, ich finde das, ich bin so, ja, hier. Nee, auch nicht. Hier, schau dir mal das Bild zum Bundesliga Manager Professional an. Ja, okay, gut. Nein, das ist kein Bundesliga. Es war irgendwie ja, ein Fundraiser, ich kann es von dir aus nicht gut sehen. Da ist halt das Bild stehen geblieben, aber halt ein Beweis, dass wir da viel ausgetauscht haben. Ich sag's mal so, ich glaube, es gibt keine Ausgabe, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kriegst das Heft, du hast da wahnsinnig viel Zeit mit dir. Und du wirst irgendwann mal so blind, dass du manche Sachen einfach nicht siehst. Dann siehst du erst, wenn das Schlimme ist, dass ich sie sofort, ich blätter durch und nach 7 Seiten den ersten peinlichen, wir haben einen richtig peinlichen, der mich wirklich wurmt und ich werde ihn nachher enthüllen. Es ist nur ein kleiner, aber der wurmt mich richtig. Ja. Und einen sehr großen, aber den findest du dann. Ich sag nur eins, du hörst immer in den Redaktionen, wenn dann das Magazin kommt, wenn das Heft da ist, hörst du dann noch, oh nee,
Oh, hast du das nicht, das hast du vergessen. Habe ich doch hast gesagt. Hast du den Schreibfehler und genau. Dieses. Also ganz bei, normal. Bei uns ist es so, wir haben den englischen Artikel oder den deutschen Originalartikel. Mhm. Im Fall des englischen Artikels wird er lokalisiert. Mhm. Ja. Und wenn ich ihn okay finde, redigiere ich ihn dann. Mhm. Und dann geht er ins Layout, dann mache ich einen PDF-Check. Also ich kriege das Heft als PDFs und mache da meine Korrekturhinweise. Mhm. Und dann sehe ich die Seite nie wieder. Und dann sieht ja. sie aber noch der Textchef ganz am Ende. Und das sind nicht wirklich viele Instanzen. Das bin ich und das ist der Textchef letzten Endes. Ja. Und wenn ich jetzt was selber schreibe, dann fehle ich schon mal als Instanz, weil das kennst du auch bei eigenen Texten. Blind. Du bist blind. Total. Selbst wenn du sie, wie man es machen soll, liegen lässt, ausdruckst, von hinten nach vorne liest, die ganzen Tricks, du ja. bist blind. Ja. Und meine Texte schreibe ich dann auch immer relativ spät erst, da ist dann eh nicht mehr viel Zeit. Und dafür bin ich hochzufrieden. Also vor allem der Ernst, der Ernst Albertshofer, der dieses ganze Redigieren, nicht Redigieren, das Checken macht, das Textchecken, der leistet wirklich Großes. Der fischt immer wieder Sachen raus. Aber das eine oder andere entgeht ihm halt auch. Und etwas wie hier, weil er ist kein Spieler. Also, dass er nicht erkennt. Gut, man könnte, wenn etwas Fußballmanager heißt, Bundesliga-Manager. Das könnte die Aufwärmrunde sein. Es könnte, dass die Stars zur Arena fahren oder ja. so sein. Aber das siehst halt irgendwann nicht mehr. Macht ihr aber so einen Selbstbeschimpfungskasten? So ein irgendwo ganz hinten? Den machen wir jetzt so, gerade als Video. Ja, dann ist doch genau. genau. Um uns ich glaube, das muss auch nicht sein. Also, wenn man echt einen Bock schießt, dann kann man es ja noch. Ja, machen. Und manchmal schreiben uns auch Leser peinliche Sachen. Die ja. werden dann natürlich abgedruckt, die genau. Leserbriefe. Könnt ihr gerne mal testen. Ja. Also das ist unsere Titelgeschichte, bin ich sehr zufrieden damit, aber was ich halt auch loben möchte, ich finde das englische Layout, das kommt ja von denen, wir haben das nur weitergeführt, finde ich echt schön. Ja. Ja. Und die Spiele, also ja. 99, System Shock 2, ja, ja. Planescape Torment, Medal of Honor, Soul Calibur, Shenmue, Unreal Tournament, Tony Hawk Skateboarding, Counter-Strike, EverQuest. Ja, ja. Süffig. Da hat doch jeder von uns mindestens die Hälfte gespielt ja. damals. Ja. ja. Dann der Lenhard. Der Heinrich hat mir gestern gesagt, dass dieses Mal sein Heft nach Kanada schon nach 2,5 Wochen da war, statt nach 6. Oh. Und auch andere Menschen aus dem Ausland fragen mich, was hast du getan, Jörg? Oder einer hat sich tatsächlich bei mir bedankt, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, ja. ein Schweizer, der gesagt hat, weil der hatte letztes Mal ewig auf sein Heft gewartet und wir haben ihm insgesamt 3 Hefte zugeschickt, bis mal eins angekommen ist. Oder ich glaube, dann kam irgendwann noch ein zweites an. Liest der Postbote das so gerne? Das wüssten wir gerne. Ich muss da mal mit zu Airship-Trips oder so. Steht der groß Retro-Gamer drauf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der hat dann sogar gedacht, ich hätte es ihm persönlich so vorbeigebracht, aber ich kann dafür nichts. Irgendwas ist besser gelaufen, dieses Mal bei der Post Super. In Kassel. Liegt natürlich nur an Decathlon. Und das passt wunderbar zu Decathlon. Und Heinrich wäre nicht Heinrich, wäre da eigentlich gar nicht über Decathlon schreiben würde, sondern über einen gewissen Zehnkämpfer, nämlich Jürgen Hingsen und eben Daley Thompson. Und wer nicht so steinalt ist wie wir, der weiß, dass das so, das war also ein ewiges Konkurrentenpaar. Und eigentlich war der Hingsen der bessere Sportler, aber bei den Wettkämpfen hat immer der Thompson gewonnen. Und die haben dann immer gekabbelt und gestritten und so. Aber angeblich, so im Rentenalter, vertragen sie sich. Okay, okay. Also, dazu muss man auch sagen, dass Heinrich, als ich ihn kennengelernt ja. habe, gerade, wenn ich mich nicht sehr irre, der Decathlon gespielt hat, zusammen mit Boris. Und deshalb hat das für mich auch so einen gewissen emotionalen Retro-Wert. Ja. Wow. Ja, und es hat bestimmt den einen oder anderen Joystick getötet. Ja, das... Oh, Joystick, das war jetzt ein Übergang, wie ich ihn gar nicht geplant hatte. Nein. Sehr schön. Competition Pro. Welchen Joystick hattest du als erstes, Jörg? Dein erster Joystick. Mein erster Joystick, das war ein komplett krudes Ding. Das war ein massives, schwarzes Teil. Ich weiß die Marke nicht mehr. Mhm. Mit einem sehr dünnen Stick. Der Stick war ungefähr in der Dicke eines Hashi, also eines Essstäbchen. Ja, ich übertreibe. Also unten war es ein bisschen dicker als ein Hashi und nach oben war dann schon noch mehr dran, weil die mussten nach oben noch so einen kleinen Feuerknopf unterbringen. Mhm. Aber der war schon war sehr... Oben so eine Kugel? Nee, eben nicht. Nee. Mhm. Und ich weiß aber nicht mehr, wie das Ding hieß. Der hat lange gehalten, aber dann hatte ich auch ein Sammelsurium an meistens nach
3 Monaten zerbrochenen Billigsticks aus dem Kaufhaus. Ja. Die haben dann 9 Mark 99 oder 14,99 oder eine Schwitze 19 Mark 99 gekostet. Und sie sind alle kaputt gegangen, bis ich dem Competition Pro erstand. Es gibt gar keine Frage. Ja. Es ist auch für mich der beste Joystick. Ich habe angefangen mit dem Atari Joystick, der mir... Oh, der CX-40. Ach. Die Finger gebrochen Mistding. Hat. Ein ja. Mistding. Du musst ihn mit Kraft halten, mit Kraft drücken und er ist trotzdem unpräzise. Genau. Dann gab es den Quickshot 2, von dem ich, glaube ich, 6 durchgenagelt habe. Ja, der war gar nicht schlecht, aber der war halt nur so dünnes Plastik. Ja, aber er hatte eines, was ich total geliebt habe. Du bist zu deiner Spielesession gekommen mit dem Ding und hast bei der unten Saugnäpfe so drauf den auf den Tisch gedonnert und hast dann losgelegt. Ja, ja. Und das fand ich gut. Ja, ja. Und der hatte dann Dauerfeuer. Das hatte dann aber auch der Competition Pro relativ schnell. Relativ schnell, das stimmt. Ja. Und zwar, nachdem er halt diese eckigen Tasten bekommen hat. Das waren nämlich die Dauerfeuertasten. Ja. Sehr schöner Artikel von einem weiteren Autoren, den ich vergessen hatte zu erwähnen. Ich entschuldige mich bei Christian Wenk. Christian hat sich, wie viele User, die jetzt Heftleser, Heftabonnenten sind, auf unseren damaligen Newsletter gemeldet. Und hey, hier, schau mal, was ich so mache. Und dann habe ich ihn gebeten, das für die Webseite regelmäßig zu machen. Das macht er auch. Jede Woche kommt mindestens ein Joystick von ihm neu auf unsere Webseite retro-gamer.de. Und dann habe ich gesagt, du, das ist so toll, lass uns doch mal eine Seite ins Heft bringen. Und finde ich gut. Den Text habe ich dann ein bisschen erweitert. Bilder kommen alle von ihm. Die Bilder sind super, die er macht. Er schießt die mit einer Nikon. Gar kein Spitzenmodell oder so, aber er weiß einfach, wie er sie bedient. Also schon was Gescheites, Spiegelreflexen. Das ist doch eine unglaubliche Sammlung, gell? Ja, ja, und der hat also über 200 Joysticks, die... Winnie wäre happy, wenn er diese Joystick-Sammlung hätte, glaube ich. Muss man aufpassen. Ja. Nicht, dass er mal kommt, der Winnie. Genau. Hat sowas auch gern. Aber, bevor du umblätterst, ihr habt eine Anzeige. Ja! Wir haben viele Anzeigen. Dragon Box Shop hat eine Anzeige gemacht und wir wissen alle, dass Anzeigen schlicht und einfach die Redaktion ermöglichen bis zum gewissen Grad oder es der Redaktion definitiv einfacher machen. Ja. Deshalb, sehr schön. Vielen Dank. Finde ich gut. Genau. Finde ich super. Und kennst du den Gamate? Nie im Leben gehört. Gamate, ich hatte es schon mal gehört, aber ich habe noch nie ein Ding in der Hand gehabt. Gamate war so ein Billig-Handheld. Ja. Und wenn der Vorspann schon lautet, als wenig bekannter Handheld der 90er steht der Gamate von Bit Corporation heute bei Sammlern hoch im Kurs. Einige der Titel sind ganz nett, auch wenn er überwiegend auf Klone stoßen werde, dann weiß man, hier geht es weniger um die Brillanz der Spiele, sondern um die wenigen Spiele, die man überhaupt ohne zu schreien und wegzurennen ertragen kann. Mhm. Aber ich finde den Artikel super, übersetzt von Florian, geschrieben von Mike Diver. Ja. Ja, und das ist doch eine Menge geboten. Also genau, sehr grünstichig. Tough Guy, man weiß ja schon in etwa, was einen erwartet. Ja. Ich habe ihn noch nie davon gehört, muss ich ganz ehrlich gestehen. War bei uns nicht in der Redaktion und ich dachte, wir hätten eigentlich alles. Hier kommt eines meiner absoluten Lieblingsspiele, für das ich wirklich gerne in die Arcade gegangen bin, Phoenix. Phoenix, Phoenix war toll. Das hat mich auch begeistert. Da hattest du doch zum Schluss dieses Mutterschiff, das du so stückweise kaputt, das hat mich fertig gemacht, das hat mich total geflasht, das fand ich... Du weißt ja, wie bei den allerersten Arcade-Ballerspielen, die Häuser in Wahrheit sollten das Schutzschild sein. Wie heißt es nicht Galaxians, wie hieß es denn? Galaga? Nein, Galaga war ja nur Galaxie. Wie heißt es denn? Space Invaders einfach, klar. Da hattest du unten die vier Schutzschilde. Aber da fand ich auch schon toll, wie die sich so aufgelöst haben durch den Alienbeschuss. Und hier war das dann umgedreht mit dem Mutterschiff. Das fand ich so genial, wie du da quasi bis zum Reaktor dich durchschießen musstest. Ja. Wahnsinn. Ja, und vor allem dieses Band, das dann von rechts nach links oder links nach rechts auf jeden Fall durchließe. Und du musst da halt durch permanenten Beschuss. Wobei du, wenn du clever warst, oder ich habe es mir dann bei anderen Leuten abgeschaut, dass du nicht permanent schaust, dass du den Schild schwächst, sondern dass du einfach nur in eine Lücke immer reinballerst. Ja, ja, genau. Weil es kommen ja dann auf der Seite, kommen ja dann auch noch Schüsse auf dich zu und da hast du dann... Aber auch die Animation, wenn man einen von diesen Vögeln hier trifft, die dann toll. So puff auseinander gehen, das war... Also und der Winnie Foster schreibt auch in seinem Retro-Revival, dass das damals ein bisschen verkannt hat, dass es für ihn halt nur so ein weiterer Galaga-Klon war, aber dass es in Wahrheit gerade auch mit diesem Endgegner und anderen Elementen doch schon das Genre weitergebracht hat. Noch eine Anzeige. Noch eine Anzeige. Ja, Sea Power, sehr gut.
Diablo. Genau, Diablo. Making of Diablo 2. Ich glaube, zum Spiel muss man nichts sagen. Aber das ist für mich ein wirklich positives Beispiel, ist ein übersetzter Artikel, wie halt die Engländer es immer wieder, also die Engländer sind in Wahrheit übrigens auch, was weiß ich, Südafrikaner hocken da bei Future und alles mögliche, ist ja ein weltweit operierender Verlag. Aber ich glaube, die Redaktion hier ist schon, sind alles Briten. Und die Engländer, also was sie echt gut können, ist Leute auftun, mit denen reden, das dann ins Heft bringen. Ich meine, hier David Brabick ist dabei. Ja. Also, ein bisschen weiter rüber. Okay, danke. Ja. Die Kamera oben dankt es dir. Ja, Diablo gespielt, geliebt. Diablo 2 gespielt, Diablo 2 war der Hammer. Hier auch so ein kleines Beispiel, was beim Englischen, also einfach, was mir einfällt, und wir wirklich viel machen an den Artikeln, was mir auffällt, die Engländer haben wirklich mit keinem Wort in ihrem Artikel die geilen Render-Szenen erwähnt. Ja. Und wenn du dich erinnerst an die damalige Zeit, waren aber die Render-Szenen etwas, das aus diesem ja relativ einfachen, durch seine Vielfalt langanhalt Spaß machenden Spielprinzip, dass das auf den, ja, wie nennt man so schön, AAA-Level erst gehoben hat. Diese, glaube ich, ja, irgendwas 27 Minuten Render-Sequenzen. Und das zum Beispiel, die Info, die haben halt noch eingefügt, das fällt mir da noch aus der Entstehung ein und das ein bisschen noch weiter in den Vordergrund gestellt. Ja. Diablo 2 Resurrected, muss ich sagen, trotz verbesserter Steuerung hat es mich nicht mehr so abgeholt. Vor anderthalb Jahren, als es rauskam, November 22, da ist man selbst bei so einem hochklassigen Spiel dann doch wieder von den 20 Jahren, die ins Land gegangen sind, ein bisschen verwöhnt, was das Genre anbelangt. Also ich habe vor kurzem mal Diablo 1 auch wieder gespielt und muss schon sagen, es ist schon ganz schön grün auf grau auf schwarz. Ja, ja, ja. Und leer, da ist nichts in den Levels. Passiert nicht viel, aber trotzdem, es spielt sich total angenehm. Die Belohnungs- und Suchtspirale funktioniert immer noch. Super, ja. Echt schön. DuckTales, nie gespielt, leider. Gehört zu den, ich weiß, das ist wirklich, und gerade Paul Kautz, dessen Podcast, der ich auch ab und an höre und dessen Meinung ich sehr schätze und dessen Paul ist sehr, sehr ganz lustig. Toller. Ja. Und ich bin so froh, dass ich ihn überreden konnte, für uns zu schreiben, denn Paul und ich haben ja mal bei der GameStar uns überschnitten, da war er Redakteur oder Trainee, ich weiß es nicht mehr, nicht böse gemeint, dass ich es nicht mehr weiß. Und war aber nicht so lange da und dann habe ich komplett den Kontakt irgendwie verloren, habe aber schon mitgekriegt, er macht so Podcasts und so. Mhm. Und ich finde es ganz toll. Also auch, er hat so seinen ganz eigenen Stil. Also hier am Ende, das letzte Wort im Artikel ist, wuhu, das würde ich nie schreiben, würde mich gleich getrauen. Ja. Und das finde ich ganz toll. Ja. Und was er da auch ausgräbt und... Ja, du super. Kennst DuckTales noch nicht, der Paul das erzählt dir in seinem Klassiker-Check. Was du verpasst hast. Ja. Dann noch ein Unter der Lupe, aber ich glaube, ich habe was überschlagen hier, nämlich den Anfang von noch einem Unter der Lupe zu Das schwarze Auge, die Nordland-Trilogie. So wie ich dich kenne, geben dir jetzt gespielt. Da nicht die Gefühle ab, oder? Sag mal so, DSA habe ich ein bisschen gespielt, aber nicht, also als Brett. Auch nicht Brett, sondern einfach doch, als... Doch, es hat ja sogar... Hat er sogar... Also die ich glaube, Erstauflage oder Zweitauflage, die ich hatte zumindest damals, da waren sogar noch so ausstanzbare Counter, die du auf so kleine, durchsichtige Plastikständer gestellt hast. Stimmt. Und dann hast du diese taktischen Schlachten tatsächlich in so einem Art Rundenkampf-Tabletop gespielt. Genau, das war so quasi wie auf Papier dann mit einzelnen Feldern und viel Würfeln. Das hat man danach aber nie mehr gemacht, weil es war viel zu aufwendig. Man hat dann nur noch gewürfelt, ging viel schneller. Und naja, schnell war relativ bei DSA, weil du musst immer Attacke, Parade, noch irgendwas, dann mal mit drei. Und das war eine endlose Würfelei, immer bis mal so ein Scheißkampf vorbei gewesen. Ja. Und das hat halt Nordland-Trilogie simuliert. Ja. In dem Fall vom Rüdiger Steidle, auch ein alter GameStar-Kollege, der eigentlich auch nicht mehr schreibt, aber doch ab und zu, und da freue ich mich sehr, bei Gamers Global und eben bei Retro Gamer, jetzt neuerdings seit dieser Ausgabe. Ja. Ja. Du kannst auch mal was für Gamers Global machen. Zum Beispiel eine Stunde der Kritiker. Wie wär's denn mit Hellblade 2?
Das soll sensationell sein. Ja. Ich bin super gespannt. Dann bleibt nachher einfach noch ein bisschen da, weil zufälligerweise haben sie es vorbereitet schon für dich. Rein zufälligerweise. Ja. Ist nie abgesprochen. Dass mir das in diesem Moment einfällt, war aber nicht abgesprochen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Ja. Weitere DSA-Umsetzungen, von denen ich... Drakensang habe ich mal ein bisschen... Oh, Drakensang war schön. Ja. Und ich habe auch Blackguards gemocht. Ja. Ja. Heinrich nicht, ja. Aber ich... Ja. Book of Heroes habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt selbst. Es ist echt schade, was auch in Deutschland so an Firmen untergegangen ist in den letzten Jahren. Ich finde es... also find Radon Labs hat echt schöne Sachen gemacht. Daedalic ist ja nicht untergegangen in dem Sinne, aber doch, sagen wir doch mal ehrlich, also da werden so keine Adventures mehr kommen. Nee, da wird das, glaube ich, das, da hat einfach das Management oder sagen wir mal die Idee, die Treiber haben dann gewechselt und dann ist nicht mehr viel zu holen da. Und ich muss auch sagen, wirklich Deutschland und Rollenspiele in genau in dieser Zeit war einfach ziemlich sensationell. Du hast gemerkt, alle irgendwie von Ultima inspiriert. Ja, ja, ja. Alle haben es irgendwie da gelernt. Dann kamen vielleicht ein bisschen japanische Rollenspiele noch mit dazu. Aber nee, die Deutschen natürlich wieder nicht ohne so ein dickes Handbuch. Nicht ohne Textlastigkeit. Textlastigkeit, ganz viele Icons, Werte, Spielregeln. Aber wer sich reinfuchsen wollte, der war da richtig gut mit bedient, fand ich. Ja. Ja. Also da war ich dann eher schon so auf der, gib mir was Leichtes. Naja. Ja. Nee, aber nach wie vor noch schön. Ja. Ja. Nee, sowas liebe ich. Und Attic damals natürlich in der DSA gestanden. War schon eine tolle Zeit. Der Guido Henkel, ich kann mich erinnern, da war ich bei PC Player, da wollte er mir, was wollte er mir davor? Wahrscheinlich Sternenschweif oder der zweite, also zweite Teil, ich bring's gerade nicht mehr zusammen. Aber dann kam er nicht nach Polen gefahren und rief dann, als der Termin kurz vorm Anfang hätte sein sollen, er noch nicht da war, rief's dann an, ja, sorry, mir ist der Reifen geplatzt auf der Autobahn. Das hatte ich auch mal, ist nicht lustig. Und da kam dann aber ein andermal. Ich glaube, das fiel mir gerade noch an. Ja, ich ziehe das so besitzergreifend an mich. Nein, du bist, ich will nur, dass die Leute was sehen. Sie haben hier nämlich eine unsichtbare, hoffe ich, Markierung auf dem Tisch, dass die oben befindliche Kamera, dass die hinter uns dann eingeblendet wird, magisch. Ach, du glaubst es ja nicht. Fotostudio vom Allerfeinsten dabei. Auch vom Heinrich? Ja. Ja. Habe ich auch gespielt, ja. Allerdings nur in der C64-Fassung. Ja, habe ich nicht gespielt. Okay, dann machen wir weiter. Tut mir leid. Sorry, Heinrich. Eiko, auch so ein Beispiel, was wir auch oft machen und keiner merkt, weil wir echt, ich finde das eine super Ausgabe von der ganzen Themenvielfalt her, fast noch besser als die erste, aber das wird halt auch damit erkauft, dass wir zum Beispiel einen ehemals... Hagen, war der Eiko 6 Seiten oder 8? 6, oder? Sogar 8. 8 Seiten sogar. Haben wir nämlich zum 4-Seiter gemacht. Gedampft. Einfach, weil, ja, es waren glaube ich sogar 8. Einfach, weil ich das Thema drin haben wollte, aber 8 Seiten waren mir zu viel. Da hätte zu viel anderes rausfallen müssen. Und auch das machen wir. Also... Wir verdampfen wirklich da, dampfen das sehr viel zusammen. Also wenn ihr euch wundert, wow, warum lese ich nach einem Monat immer noch dran, liegt auch daran. Ja. Gut. Dann hier, 35 Jahre Gameboy. Da hat sich auf retrogamer.de ein Leser beschwert, dass es ja doch ein bisschen wenig sei dafür, dass man es auf dem Cover schreibt. Und da muss ich sagen, ja, ist richtig. Aber ich muss auch sagen, wir hätten das fast vergessen und nur dank Hardy... der uns besucht hat, nicht kurz vor der Endphase des Hefts, ist uns eingefallen, oh, in Japan ist er 35 Jahre alt, in Deutschland ist er erst 34 Jahre alt. Das heißt, du machst jetzt zum Deutschlandstart dann nochmal die 8. Zum Deutschlandstart machen wir nochmal mehr. Und das war der Schnellschuss. 35 Jahre verspätete Schnellschuss. Ja, genau. Weil, man muss sagen, hier ist Schluss. Genau. Ja, aber genau. Das ist ein sehr inhaltsstarker Artikel. Und jetzt schauen wir diese Fotos an. Hattest du einen Gameboy? Ja. Gut. Den aber Original? Erst spät. Erst spät. Ja. Ich meine, den gab es ja auch 10 Jahre. Also ich weiß, dass wir hatten einen bestellt und für uns war das wirklich ein Spiele tragbar in einer gewissen Qualität mit dabei zu haben, ohne dass du eine Powerbank mitnehmen musst war oder einen Rucksack mit Akku. Ja, ja. Dass das Ding 9 Stunden durchhält, dass ein Tetris mit dabei ist, dass es wirklich gute Spiele dafür gab. Ja, auch ich noch liebe das Ding heute nach hinten raus noch mit Pokémon. Das kam ja spät super, im Lebenszyklus. Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nie groß darauf gespielt, weil als ich dann wirklich eingestiegen bin, hatte ich schon den GBA. Und zwar den ersten, diesen etwas elefantinen Ja. Dick-Mops. Und ich habe mir den dann umgebaut, und zwar mit einem hintergrundbeleuchteten Display selbst umgebaut. Und dann habe ich es einem Freund ausgeliehen, das Teil, und nie wieder bekommen. Und dann kam aber zum Glück der GBA SP raus. Und der war doch noch ein bisschen besser als mein Der eigen SP war Umbau. der Der silberne Klappling, ja. Klapp-Laptop. Ich habe den Aber der war geliebt. super. Ich habe den Und da geliebt. hast du dich selbst als junger Geschäftsmann, der wichtig, Ja, wichtig, da in ja. der Business Launch, Ja, weißt dann schon ja. Ja. GameStar, das konntest du rausziehen in Silber. Das war Und total okay. ja, Das das war halt war, so der Laptop. genau. Genau. Außerdem ist man ja in der Branche. Aber den mag ich heute noch. Ja, ich liebe Ich den. habe den Ich noch habe zu einen, Hause. ja. Und habe vor kurzem auch noch mal die Batterie extra ausgetauscht, dass ich noch Ja. mal. Also, aber Game Boy war ein Game Changer, muss man ehrlich sagen. Das Und das muss war man, auch ja. der, das war der erste, das war für mich der erste Artikel, den ich für Stern.de geschrieben habe. Ah. Weil ich eine Zeit, es gab ein Wahrnehmungsproblem in der deutschen Presse. Spiele war sehr schlecht gelitten, muss man ganz ehrlich sagen. Also, das hat nicht gut funktioniert. Und wenn du es mal angeboten hast, wurdest du so ein bisschen angeschaut, als würdest du Pornografie anbieten. Ja, Ja, und das wäre noch ja, lieber genommen worden, ja, wahrscheinlich. ja. Und da habe ich für den Stern eben eine komplette Seite für den Gameboy und ein bisschen die Faszination beschrieben und so. Da war ich bei Powerplay schon raus, glaube ich. Und das war für mich ein total wichtiges Spielesystem. Und ich glaube, jeder hat eine Gameboy-Story zu erzählen. Eine muss ich noch loswerden. Meine damalige Freundin hatte mit Spielen nichts am Hut. Der war das alles so ein bisschen, was der da macht, ist mir so ein bisschen suspekt. Kommt dir bekannt vor. Und was sie allerdings dann, als sie den Nintendo Gameboy hatte und das Tetris, komme ich abends nach Hause, mein Wecker war leer, die Fernbedienung war geräubert. Ah, die Batterien. Die hat 12 Stunden am Stück durchgespielt. Nein. Also es war so der echte Klassiker, dass du richtig in die Sucht mit reingefallen bist. Ja, Das war das erste Spiel, wo du Leute einfach damit sagen, probier mal aus. Und dann war sie genau. sofort angefixt. Gut, aber wir reden schon viel zu lange über die Seite. Nein, Nein? denn wir wollen noch auf die Display Seite Mode. rechts unten hinweisen. Braucht er locker wieder die Das Brille? ist einfach ein Zusatzinhalt, den wir auf der Webseite haben für Abonnenten. Nichts super Großes oder so. Aber es ist halt auch etwas, was wir so ein bisschen versuchen, A, um euch auf die Webseite zu locken, B, um einfach, ich sag euch, wie es ist, unseren Abonnenten noch ein bisschen was Gutes zu tun. Letztes Mal war es die Entstehungsgeschichte von Retro Gamer, ein ziemlich langer Report, den ich da gemacht habe. Ist natürlich immer noch zu lesen, auch wenn ihr erst jetzt Abonnenten werdet. Und dieses Mal ist es eben eine Umbauanleitung mit Bezugsquelle, wie man auch den Gameboy, wenn man noch einen hat, sich einen billig auf eBay schießt, der noch funktioniert. Und die halten relativ lange, die Dinger. Oder sind dann oft auch so ein bisschen über Arbeit, dass da irgendwelche Kondensatoren ausgetauscht wurden. Keine Ahnung. Wie man auch den Hintergrund beleuchtet, Was ziemlich geil kriegen kann. ist, Und ja. das ist dann echt ein geiles Bild. Ist das eine Hintergrundbeleuchtung? Eine echte Ist da dann eine echte Hintergrundbeleuchtung. Ja, also Hintergrundbeleuchtung und der ist nicht, dann was. nicht mehr grün, Der ist nicht mehr grün, der ist sondern der dann ist. wie. Also, das ist ein Foto. Ja, genau. Ja. Ah, ja, cool. Apropos Super. Fotos. Auch hier möchte ich darauf hinweisen, diese Kleinfotos sind alle von mir und Hardy mit viel Aufwand und Zurechtdrücken und Ja. Schärfeeinstellungen gemacht worden. Nur, um dann vom Clemens, dem Layouter, zu hören, ja, die kann man nicht benutzen, sind alle schief. Und ich hab da aus einem anderen Artikel mal eins rausgenommen. Ja, und das ist nicht von Das mir da ist oben. okay, Mist. Ja. Gut, manchmal ist es so. Aber cool. Genau. Ja, das Design, sensationell. Noch eine ikonische Konsole, Ja. die ich leider nie hatte. Ich weiß nur, dass der Kollege Knut von damals, der ja auch bei Powerplay angefangen hat und dann später durfte ich mit ihm zusammenarbeiten bei der Genau. Aber Screen Und der Fantast, die leider geleakt nicht hat. mehr für Retro Gamer schreibt, der uns hat grüßen lassen auf dem Games Festival in München vor ein paar Wochen. Gruß zurück. Knut, komm zurück. Für dich ist immer ein Platz in der Autorenschar. Komm zurück, wenn du dies liest. Hat er keine Mitgeteilt bekommen. Zeit? Muss er coden? Ich weiß gar nicht genau, was er macht, aber er ist in relativ verantwortlicher Position irgendwo Ja. tätig und ich glaube, er hat einfach keine Zeit mehr. Vielleicht auch keine Lust. Aber wenn du Lust hast, wenn ich dir Unrecht tue, komm zurück, Knut. Ist mein Ernst. So. Ein Platz haben wir noch bei den Autoren vorne. Vielleicht. Oder wir werfen den locker raus.
Der braucht schon nicht locker. 25 Jahre Dreamcast. Sag mal, das ist doch der Ed Castillo. Nee. Ich habe gar nicht. Okay, ja. 25 Jahre Dreamcast. Auch hier wieder richtig schön gemacht, wie sie das Logo hier in die Überschrift reingenommen haben. Der letzte Traum. Und man muss sagen, es gibt wenig Konsolen, die so erfolglos waren und immer noch so eine Followership haben wie die Dreamcast. Ich glaube, es gab auch wenig Konsolen bei Sega, die ein derartig gutes Line-up hatten, muss ich sagen. Also das Mega Drive. Zumindest so nach einer Weile. Also sie Master haben, System war damals schon neu. Mega Drive fand ich ein ganz gutes Line-up, aber das hier war einfach sensationell. Da waren ein gutes Spiel nach dem anderen, aber. Es kam die PlayStation und die Leute haben auf die PlayStation gewartet und die PlayStation war cooler, das muss man einfach sagen. Ja. Die hatte noch geilere Titel. Ja, nein. Also ich glaube, das war schon so ein bisschen die Konsole für den. Die PlayStation war Pop. Und das ist das erste Mal überhaupt Popkultur. Und das war die für den Spiele-Konnoisseur. Ja, also so würde ich es für mich beschreiben. Weil der ja mit Final Fantasy VII nichts bekommen hat auf PlayStation. Natürlich. Ein Beispiel zu nennen. Was ist schon Final Fantasy VII? Nein, völlig überschätzt. Du hast schon ein bisschen recht. Das war noch so eine, genau, ich glaube, das ist sogar eine sehr gute Beobachtung, das war noch so eine richtige Spielerkonsole. Eine Spielerkonsole, und die PlayStation, die wollte Popkultur. Die hat angefangen mit irgendwelchen Sportlern, die auf einmal, natürlich dank Marketing, Millionen oder Hunderttausenden das Ding gespielt haben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mal, das war, glaube ich, schon die PlayStation 2, war ich mal eingeladen zu so einem Art Wohnzimmer-Sit-In mit Philipp Lahm, der damals ein ganz junger Spieler noch war und nicht der, jetzt ist er ja nicht, aber war ja lange Zeit einer der bestimmten Köpfe im Nationalteam und bei Bayern München. Und ich habe halt als arroganter GameStar-Chefritter, da schreibe ich lieber noch einen Artikel. Auf jeden Fall, das hat halt alles Sony im Prinzip dann und Sportsponsoring und diese ganze Popkultur letztendlich. Fernsehwerbung. Fernsehwerbung. Dato, glaube ich, gab es Gameboy hatte ein bisschen. Sega hat sich aber auch schon mit Nintendo so ein bisschen. Ja, Sega und Nintendo, aber hauptsächlich in den USA, nicht in Deutschland. Ja. Und Europa, es war auch eine, fand ich auch ein bisschen eine japano-europäische Konsole. In den USA, glaube ich, ist die Dreamcast nahezu geblieben. Ja. Aber tolle Konsole. Ja. Viel zu entdecken und ich bin immer noch nicht entdeckt. Und halt auch wirklich schönes Layout. Also, weiß nicht, sagen immer wieder Leute, aber wie einfach aus diesem Logo, aus dieser Farbigkeit der ganze Artikel entwickelt wird. Ich meine, das muss man auch erstmal können und auch durchziehen. Ich finde das echt sehr, sehr schön. Das nennt man Layouten. Genau. Und deshalb ist das auch eine Kunst. Ja. Und lang. Also, eine Doppelseite hätte ich noch Gameboy-Spiele noch dazu genommen, wenn ich noch ein bisschen rumkritisieren darf. Lemmings vom Roland Austinat sagt jetzt jeder, kenne ich doch schon, aber wer kennt die C64-Fassung von Lemmings? Ich glaube ich. Okay. Weil ich musste die damals spielen. Also sagen wir so, Lemmings war, hat auch die Redaktion lahmgelegt wie Tetris damals. Mhm. Wie, es gab immer so Spiele, wenn du nichts gehört hast aus der Redaktion von 10 Uhr, wo wir eingetrudelt sind, bis um 8 Uhr, wo wir abends dann gegangen sind, dann waren gute Spiele da. Und bei uns war es, als Lemmings kam, sehr ruhig. Ja. Ist heute noch ein Spiel, das ich finde es immer noch begnadet. Aber die C64-Fassung wurde halt mit dem Joystick gesteuert. Ja, das. Und das war halt, es gab ja eine C64-Maus, aber ich glaube, die wurde gar nicht unterstützt von dem Spiel. Ja. Das ist ohnehin eine gewisse Tücke gewesen, wenn du in der Redaktion damals gearbeitet hast. Es gab Spiele mit klangvollem Namen, die auf einem System super funktioniert haben. Mm-hmm. Aber in der Heimcomputerzeit wusstest du es auch für jeden Schrottcomputer. Eine schlechte Umsetzung dir nochmal anschauen. Ja, ja. Heinrich war ein Riesenfan und Martin Gaksch, glaube ich, von Rick Dangerous. Mm-hmm. Ja, haben es beide geliebt. Ja. War aber sehr schwer. Ja. Aber... Na, vielleicht doch noch eine kleine Doppelseite mit den Gameboy. Ich lasse es. Das ist was ich total gern mag, muss ich sagen. Weil es kommen so viele kleine Konsolen inzwischen raus, die, sagen wir mal, eine 400 Mini, es gibt genügend. Und ich stehe immer vor den Dingern und frage mich, lohnt sich das oder lohnt sich es nicht? Da eine schöne Übersicht, genau das ist das, was ich will. Ja, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen, dass wir mehr Hardware ins Heft bringen wollen. Auch wiederum der Hardy
hat hier jetzt so eine Seite Retro-Peripherie gemacht mit drei Sachen. Gut, Peripherie ist weit gedehnt, weil das hier sind so Emulationskonsolen, die Ambernic und der Revo, auch von derselben Firma, aber ein bisschen anders gestrickt. Das Revo emuliert quasi den Game Boy hardwareseitig und der Rest, der auch noch angeblich unterstützt wird, das schreibt Hardy auch, der ist quasi ja so mehr schlecht denn recht Da gibt es Software doch emuliert. ganz wahnsinnige Geschichten bei diesen chinesischen Versendern, AliExpress und so weiter und so fort. 10.000 10.000 vorinstallierte klangvolle Spiele, Namen genau und garantiert kein einziges wie lizenziert. Super Pong und Pong Super, Brotherband. Brotherband, genau. Ja. Ja, schöne Firma. Was die Ja. alles rausgebracht haben: Ja. Choplifter, Prince of Persia, SimCity, Lode Runner, also wirklich ganz viele Man. klangvolle Namen. Karateka, Raid on Bungling Bay, ein ganz tolles, verkanntes Spiel vom Will Wright, wo du schon SimCity-Ansätze hast in einem Actionspiel. Also ganz toll. Where in the World is Carmen Sandiego, eine Reihe, die ich wahrscheinlich als einziger Mensch auf dem Planeten damals mochte. Echt? Ja, die meisten mochten es nicht, zu Recht. Hast du auch gern Verstecken gespielt früher? Mussten meine Eltern Ah, fragen, okay. ja. Würde ich jetzt mal Ja. vermuten. Oh, Aber sonst Spelunker, auch ein wirklich schweres, schweres Spiel. Lode Runner auch nicht gerade Ein einfach. Pixel zu weit. Ja. Ja, aber hier, da hast du ja auch, wenn du von so einem Cliff gesprungen bist, das würde ich sagen, das würde ich in echt sogar überleben, warst du sofort tot. Also alles, was mehr als so war, sofortiger Bildschirmtod. Ja. Ja, also es ist schon schade um manche alte Namen, muss ich schon Ja. sagen. Noch eine Autorin, wo es mich sehr freut, dass sie mit dabei ist, muss Ja, ich die gestehen. Nina Nina. Schild. Und die hat hier Tokimeki Memorial vorgestellt. Das ist so ein Dating-Live-Sim-Teil. Aber wohl, weil ich kenne mich in dem Genre wirklich nicht aus, eins der besseren. Ja. Ja. Und ich muss dir eines sagen, wir müssen leider schon wieder das Heft hier rüberziehen. Danke. Bin so begeistert Du bist so einfach. begeistert. Ja, nein, das ist ja okay. Du darfst es ja. Du machst es ja auch. Gut, dann blätter du Dann halt. blätter ich. Wenn ich nicht Blätter gewünscht halt. bin. Crash Bandicoot. Das ist bei den Engländern eine Titelgeschichte wert, bei uns nur ein großer Schwerpunkt, Jo. aber auch ein richtig schöner Artikel, wo man auch, also die Mühen heute ist klar, Riesenserie, Riesenerfolg, das kann ja, hätte ja nie schief gehen können, auch die Mühen, die dahinter stecken, wie sich das alles erst hat entwickeln müssen, kann man da wirklich sehr, sehr schön Ja, nachverfolgen. das finde ich ohnehin immer sehr lustig, dann einfach zu lesen, wie die Leute in den Firmen miteinander umgegangen sind, was dann nicht geklappt hat, warum Firmen dann kaputt gegangen sind auf gut Deutsch, wo Ja, die ja. Leute hin sind. Und wenn da mal ein bisschen so von der Leber weg erzählt wird, ich liebe solche Stories, eine feine Geschichte. Und Crash, mehr Crash. Hast du es gespielt? Viel? Nee, den Ausgiebig? Teil oder die Teile, die alten überhaupt nicht. Die Ja. neueren habe ich angespielt, aber es ist nicht meins. Ja, ich habe den ersten sehr gern gespielt und dann war irgendwann mal gut. Und dann, glaube ich, noch gab es so einen Fundraiser, Ja, genau, es ist ja auch der drin, war, der, genau. Gab genau, einige Spin-offs, da ja. gab's, war echt immer schön und die haben sich echt viel Mühe gegeben. Ja. Machina Obscura. Wenn Winnie, Winnie, genau. wenn Winnie sagt, dass einem irgendetwas eine Machina Obscura ist, dann muss es obskur sein. Ah, er hat auch das 3DO unlängst mal vorgestellt, aber da hat er schon im Vorspann geschrieben, ja, es ist vielleicht nicht jeder meiner Meinung, dass es obskur ist. Aber das ist schon obskur. VTech V-Point Smile und VTech V-Smile Pro. Das war eine Kinderkonsole und die Pro war so ungefähr auf der Leistungsfähigkeit der PlayStation 1, allerdings Jahre nach der PlayStation 1. Ihr Und blaues Bubenblau oder sehr spannend. Ja, Mädchenrosa. ja. Ja. Aber Winnie schwört, das war die letzte Machina Obscura. Das finde ich schade. Weil er nichts mehr hat. Ja, gut, okay. Und da würde ich sagen, wollen wir Winnie so einfach davonkommen lassen? Oder wollt ihr uns in den Comments, egal ob auf YouTube oder Retro Game oder Gamers Global, aber bitte gucken, ob wir die nicht schon zweimal hatten, noch andere obskure Spielgeräte aus den letzten Jahrzehnten nennen? Weil ich hätte gern die Brummkreisel, weitergeführt. Ponyhüpfen. Nein, ich meine so mit Monitor irgendwas.
Seventh Guest, auch von Paul Kautz, ein Making-of, auch sehr schön. Der Paul steigert sich da wirklich rein. Das ist kein übersetzter Artikel aus dem Englischen, das ist von Paul geschrieben. Und mit allen Screenshots? Screenshots und alles. Und der schreibt dann auch so Programmierer an. Also hier zum Beispiel, oh, das muss ich noch machen, hat er mich gebeten, dass ich ihm den Artikel als PDF gebe für den Graham Devine, dass der sich das auch anschauen kann, also den Schöpfer, weil der kann wohl ein bisschen Deutsch. Das schreibt er auch hier im Artikel. Gut. Und das muss ich dann noch machen. Ich habe ihm gesagt, heute ist Donnerstag, keine Ahnung, wann wir das Video rausbringen. Wenn ich mich bis Freitag nicht rühre, stupst mich nochmal an. Also ich bin auf der sicheren Seite, sollte ich es doch vergessen. Ja und ja, also ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich wie wir alle gespielt und wie wir alle, die wir uns als Spieler gesehen haben, gehasst, oder? Großartig und großflächig gescheitert. Ja. Ja, es war, Ja. Ja, genau. Und Rätsel, die nicht lösbar waren und aller möglicher Mist. Ja. Und jetzt endlich der Anatol. The Oregon Trail. Ich bin vor kurzem über Apple iPad, über die Apple Arcade auf das Oregon Trail, auf das Remake gestoßen und mir das mal angeschaut und fand die Geschichte dahinter eigentlich ganz spannend, weil das ist ein uraltes Spiel, das damals von zwei Lehrern für eine Klasse erfunden wurde und das hatte schon so, die Idee ist ganz simpel, du gehst von der Ostküste rüber zur Westküste über einen Trail und musst dort überleben. Du wirst es nicht schaffen, nicht im ersten, nicht im 14., ja, genau. Sondern vielleicht kommst du mal irgendwie weiter. Und die haben das ganz schön in dieser Apple-Version ganz schön aufgenommen. Und da bin ich ein bisschen tiefer reingekrabbelt und es ist echt eine spannende Geschichte. Irgendwie hat es mir Spaß gemacht, weil mir diese Figuren, die da sichtbar waren, zumindest in dieser modernen Fassung, die sahen so abgekämpft aus und die waren so verlaust. Sieht man und hier ein bisschen, so kaputt und die waren so fertig. Ja, ja. Also ein schönes, ein interessantes Spiel, hat auch seinen gewissen, sagen wir mal, Stellenwert in der Historie mit drin. Kein Spiel, das man kennen muss. Aber die Mainframe-Fassung, mit der es angefangen hat, die wurde ja tatsächlich, die wurde noch über Ausdrucke gespielt, meines Wissens. Da gab es kein Display, sondern da wurde jetzt ausgedruckt, du hast so und so viel Ochsen noch und so viel Essen und Medikamente. Und du hast, glaube ich, irgendwo sogar gesehen, du bist auf deinem Weg hier und musst... Ja. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt und ist so ein typisches Mangelspiel. Du hast von allem zu wenig. Wenn du die Waffe nutzt, um Wölfe zu vertreiben, kannst du dir sicher sein, dass dir die Munition fehlt, um am nächsten Tag dir ein Reh zu schießen, dann verhungerst du. Und das ist das Prinzip. Aber es ist nicht so gemein, dass du, weil es gab ja viele solche Mangelspiele, wo du überhaupt keine Chance hattest. Also du kommst immer genau so weit, wo du sagst, jetzt bin ich nur ein Zug weitergekommen, ein bisschen mehr noch. Und das fand ich relativ motivierend. Habt ihr aber schön gemacht. Sehr gut. Also Graft Gold, sensationelles Line-up, finde ich. Und halt auch, dass du wirklich nur eigentlich ein relativ kleines, überschaubares Team hast. Aber schau dir mal die Namen an. Paradroid haben wir hier. Alicat habe ich geliebt. War sau schwer. Oridium. Oridium allein ist ein Kosmos. Ja. Keiner hat es durchgespielt, nee. Quasatron kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Hast du das gespielt? Nee, das war wohl so ein Marble Madness-artiges. Ja. Gut, und dann halt Bushido. Bushido wollte ich mal spielen, interessiert mich. Mhm. Also, das ist ja so ein Action-Spiel mit Rollenspieleinschlag wohl gewesen. Ja. Nee, ganz tolle Sachen. Ja. Ja. Oridium 2 war dann nicht mehr so meins. Oh, und jetzt? Der Lenard hat sich Dune vorgenommen. Und was meint er? Ja, überraschend gut meint er, war jetzt schon auch nicht super. Ja. Wohlgemerkt nicht das Dune 2 von Westwood, sondern natürlich das Dune 1, das als erstes in Auftrag gegeben war, verschollen war, beziehungsweise auf Eis gelegt, dann doch noch rauskam und deswegen das erste war. Und Westwood musste plötzlich Dune 2 zu seinem wenige Monate später erschienenen Spiel sagen. Ja. Von Cryo, sehr französisch, sehr bildgewaltig, spielerisch, nicht über jeden Zweifel haben, aber sehr vielschichtig, bisschen Adventure-Elemente, Strategie-Elemente. Ja, ich bin mir sicher, die Powerplay hat's gehasst. Schöner Klassiker-Check. 38 in der Powerplay. Ja, genau. Ja, ja,
Ja. Die haben das nicht verstanden. Ja, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, wer es getestet hat, kann mich nicht mehr daran erinnern. Budokan. Budokan, dieses Mal kein deutsches Spiel unter der Lupe, aber sehr deutsch drangegangen, auch von Paul Kautz mit sehr vielen Details. Da haben wir ein bisschen gekämpft mit einem Packshot, nämlich mit dem hier, wo ein Hakenkreuz zu sehen war, jetzt ist keins mehr zu sehen. Wir sind da immer am Zweifeln, weil es ist ein Geschichtsdokument. Das Hakenkreuz war nur halb sichtbar. Es war definitiv auf dieser Packung drauf. Es geht natürlich überhaupt nicht ums Hakenkreuz, es geht um die Packung. Aber da möge man mir als Herausgeber verzeihen, wenn ich halt dann sage, komm, mach's weg, dann haben wir kein Problem. Es gibt. Hakenkreuze ist Ja. nichts, was ich eigentlich im Heft haben wollte. Ich wollte es nicht Ja. haben, aber Ja. umgekehrt verstehe ich nicht, warum es ein Problem sein soll, es als Zeitdokument zu haben, wenn ich es gleichzeitig im Fernsehen in Klar. tausend Gar keine Dokumentationen Frage. sehen kann. Aber da fahren wir lieber auf Nummer sicher. Da haben wir schon viel beim letzten Heft dann drüber gesagt. Jetzt noch der abschließende zweite Teil zur Microsoft-Ära von Rare. Und zu Rare muss man sagen, klar, da ist auch bestimmt ein bisschen ja, englischer Nationalstolz dabei. Rare ist natürlich ein urbritisches Ja. Unternehmen, aber Rare ist auch einfach ein verdammt wandlungsreiches, cooles Unternehmen, muss man wirklich sagen. Meine Kinder haben Viva Pinata so lange geliebt, bis du das erste Mal richtig fett draufschlagen musstest. Dann waren sie ein bisschen irritiert und dann später ging es darum, da geht es ja auch in dem Garten da, die Ja, ganzen ja, Sachen ja, wachsen ja. zu lassen. Sie haben es geliebt. Also sogar da noch, es geht generationsübergreifend. Nee, die Rare-Sachen waren klasse. Na. Überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage. Und da ist was eingestampft worden. Genau. Genau, Meiermark. Okay. Meyer, Meier, nie gehört. Meiermeier. Okay. Ja, ist eine der klassischen Strecken, die ich einfach gerne lesen Ja. würde. Das habe ich auch gemocht. David's Midnight Magic hier vom Stefan Freundorfer dran erinnert. Es sieht echt nicht nach viel aus in diesem Screenshot. Aber was man halt nicht sieht, ist, wie butterweich das animiert war. Da hattest du wirklich das Gefühl, es bewegen sich Kugeln, richtig simulierte Kugeln. Und für ein C64, das war mein erster Flipper und lange Zeit der beste Flipper. Ja, war in der Redaktion sehr beliebt, eben gerade wegen der Kugelphysik und überhaupt, das war immer so eine Geschichte, wenn man irgendwas in dieser Richtung wollte, dann war die Physik total gut. Und damit konnte man die anderen Kollegen dann auch überzeugen, mal einen Blick drauf zu werfen. War sonst, aber schönes Spiel, überhaupt keine Frage. Gab es später noch irgendwelche Flipper, die du gerne gespielt hast? Das hat dann sehr schnell aufgehört. Ja, es gab Ja. doch mal, wie hießen die denn? Anfang der 90er, so in dieser Terminal Velocity-Zeit, gab es so ein paar Shareware-Flipper als zu der Doom-Zeit. Komme ich nicht drauf. Nächstes Video. Und ihr saßt auf dem Sofa Mit mit. David Bishop. Der hat, wie viele Leute, die halt dieses hohe Alter dann irgendwann erreicht haben, unter anderem an Dune mitgearbeitet, aber was ich sagen wollte, an sehr vielen und bei sehr vielen Firmen mitgearbeitet. Und da kommen halt auch immer wirklich sehr, sehr schöne Anekdoten. Hier, das war wieder, da muss ich auch echt sagen, naja, okay, also hier, das haben die Kollegen, die den Artikel ursprünglich gemacht haben, als Screenshot gemacht für Eureka. Aber Eureka war ein fünfteiliges Adventure, wo man 50.000 Pfund gewinnen konnte. Und das Hauptspiel war natürlich der Adventure-Part. Und jetzt ausgerechnet das zu zeigen, fand ich schon verstärkt, aber dann konnte ich immerhin mein persönliches Wissen einfließen lassen, weil die ursprüngliche Bildunterzeile war irgendwie nur Eureka war ein schönes Spiel. Es war wirklich so, von Dataset hat man ja damals unheimlich lange geladen. Und bei Eureka haben sie es wirklich hingekriegt, das waren glaube ich Tschechen, die das programmiert haben, dass du währenddessen dieses Minispiel spielen konntest. Das wenig mit dem restlichen Spiel zu tun hatte, aber ja. Und der Witz war, dass du, wenn du das gut gespielt hast, mit mehr Hitpoints gestartet bist in das Ah, Adventure, wo okay. du tatsächlich Hitpoints verlieren konntest. Es Ja, gab ja. Szenen, da warst du sofort tot. Es gab Szenen, da hatte ich dann römischer Legionär einmal getroffen und wenn du genügend Hitpoints hattest, gab es auch so eine Figur, die das simuliert hat. Die ist dann in sich so zusammengesackt, um deinen Hitpoint-Stand anzuzeigen und dazu die Zahl.
Nur auf dem C64 hat es nicht funktioniert. Du hast das zwar gespielt, aber dann haben sie es nicht geschafft, beim Shit. Portieren diese Variablen zu Okay, übernehmen. okay. Mist. Kleiner Ja, kleine Abschweifer, ganz Gemeinheit. lustig. Ja. Genau, Ja. Dune sehen wir hier. Und dann World Games vom Roland Austinat. Ja. Ja, keine Frage. Gehörte zu den ganz großen Serien, Epics überhaupt. Also ich habe sie alle rauf und runter Man gespielt, kann muss ich sagen. streiten, ob es nach hinten so ein bisschen. Ja, es wurde dann irgendwann mal, aber Ja. sag mal so, Winter Games, Summer Games, Was willst du noch steigern, gell? Oder Summer California Games Games. 2? War schon gut. War schon So. richtig was Feines. Und man merkt eigentlich, Stallion, das muss eigentlich Ein ein Bildschirmfoto Bildschirmfoto von von Michael Michael Hengst Hengst sein. Ja, sein. Genau. genau. Aber geschrieben hat es Roland. Roland, ja. Genau. Spiele für Apple II. Hattest du irgendwelche Berührungsfläche mit dem Apple II? Damals null. Ich wusste nur, dass meine Lieblingsserie Ultima auf dem Apple IIe entstand. Dann als Ultima 5, glaube ich, war Apple IIe. Und das war aber für mich unerschwinglich und habe mir es nie ernsthaft überlegt. Ja. Mein Cousin hatte einen und hat mir damals dann seinen CBM 3032 dafür verkauft, mit dem man auch nichts anfangen konnte, außer ein gutes Adventure, Legends of Karma, und ein gutes Spiel namens Zombie, wo die Figuren in Form von kleinen As oder Zs dann auf dich zukamen. Aber, sorry, zurück zum Apple II. Eigentlich ein sensationeller Heimcomputer. Schade, dass es nicht nach Deutschland geschafft hat, muss ich sagen, oder nach Europa. Aber damals waren einfach die Hürden zwischen den USA und Europa noch wesentlich Wesentlich größer. größer, Ja. ja. Coole Sachen. Ja, Power Strike, auch als Aleste oder mehr noch als Aleste bekannt. So ein klassischer japanischer, viele Gegner, viele Kugeln auf dem Bildschirm, Shooter. The Ancient Art of War in the Skies. Das ist ein echter Michael Hengst. Ja. Aber auch ein bisschen Etikettenschwindel. The Ancient Art of War war ja ein ganz, ganz frühes MS-DOS-Spiel mit CGA-Grafik, aber auch eine VGA-Fassung, wo so in Advance Wars-Manier die beiden Truppen, die sich auf dem Spielfeld berührt haben, gegeneinander den Kampf dann ausgefochten haben. Aber es hat in Echtzeit stattgefunden. Und dann gab es off the ships oder off the seas oder sowas. Und dann gab es eben noch Ancient Art of War in the Skies. Hatte aber mit der Serie nicht mehr so viel Ja. zu tun. Spellbound Dizzy, ist das was? Specky-Spiele, was dich ein bisschen Also es gab ein, zwei tangiert? Specky-Spiele, aber ich habe nie wirklich tief reingeschaut. Als ich damals kam, war der Spektrum so ein bisschen mit der Gummitastatur. Man hatte so das Gefühl, der C64 war gerade komplett auf seinem Höhepunkt oder schon sogar ein bisschen drüber. Atari ST kam, Amiga kam. Spektrum haben wir eigentlich nur angefasst, um die großen Umsetzungen zu testen. Und das ist sicher noch eine ganze Menge, die ein oder andere Perle, die man sich noch mal anschauen könnte. Aber nö, ist an mir vorbeigegangen. Lamasoft! The Jeff Minter Story. Haben auch im Spieleveteranen-Podcast eine eigene Folge zugemacht, Heinrich und ich. Ja, schön. Also Schräg. ist halt eins der Originale. Ich muss sagen, bis auf Grid Runner habe ich seine Spiele nicht wirklich gespielt. Grid Runner, vor allem auf dieser Compilation-Museumsgeschichte, The Jeff Minter Story, ist eine Ja. moderne Fassung drauf, so mit ganz tollen Lichteffekten und so. Die macht wirklich, wirklich Spaß. Solche Spiele gibt es eigentlich nicht mehr heute. Aber die Mehrzahl seiner Spiele, Lamas links, Lamas rechts, war nicht so ganz meins. Ich glaube, es war niemands, muss ich ganz offen gestehen. Er war immer seiner Zeit ein Oder bisschen, ist es? Er programmiert ja noch, ja. er war damals, als die Spiele rauskamen, in seiner Zeit eigentlich immer ein bisschen hinterher in der einen Fassung und dann auf der anderen Seite schon viel zu Voraus, weit. ja, Ja. genau. Und ich weiß Technisch noch, hinterher, ja. aber so vom. Aber es gab zum Beispiel, hat er doch mal für Xbox, hat er doch, glaube ich, eines der ersten Spiele überhaupt rausgebracht und das war relativ gut. Also Grid Runner, klar, Tempest 2000, also es gibt schon so einiges. Konix, oh Gott, ja, das Oh Konix-Multisystem, Gott, ja. oh Gott, ja. Ja. Aber sagen wir so, eine Legende, bisschen One-Trick-Lama. Ja, aber eine Legende, die sich wirklich treu geblieben Ja, ist und finde ich bis völlig okay. heute halt so Speed mag und viel wichtiger als alles andere und Ja. so.
Auf Stories steht er nicht. Nee, nicht wirklich. Ja, und jetzt hier ist so eine Seite, wo uns ein ganz, oder sagen wir mal, mir ein ganz peinlicher Fehler passiert ist. Ein Nachruf auf Toriyama-san, also Akira Toriyama, Dragon Ball-Schöpfer, ein Grafiker, ein Gigant, sowohl im Zeichentrick, im Manga, Anime-Bereich, als auch bei Computerspielen, weil sich so viele Spiele letzten Endes auf seine Arbeit stützen oder teilweise direkt von ihm mitentwickelt Ja. wurden. Chrono Trigger als ein Beispiel. Und der Vinny hat da einen Nachruf gemacht. Und dann haben wir es geschafft, in einer Bildunterzeile zu schreiben, Akira Toriyami. Wie schwer ist es, den Nachruf zu einem Menschen dann auch mit dem richtigen, also der wurmt mich richtig, der Fehler. Ist zwar nur ein winziger Buchstabenklecks unter einer Bildunterschrift. Ja, anderes Problem bei dem Artikel war, es gibt keine Bilder von dem. Es gibt drei verschiedene Fotos, die sind alle bei Agenturen. Oder sehr teuer teilweise. Klar, es gibt natürlich, jeder im Internet hat halt irgendwas geklaut, aber A, möchte ich nichts klauen wissentlich, obwohl wir oft auch Nee. Wikipedia-Bilder, aber dann werden Ja. auch die Quellen angegeben, Ja. benutzen. Aber das ist mir zu heiß. Und darum, geniale Sache vom Winnie, da ist an einem Screenshot zu sehen, und in dem Screenshot schreiben wir seinen Nachnamen falsch. Ja, aber Ja. ich denke, er würde sich eher darüber freuen, dass ein Nachruf erscheint. Weiß ich gar nicht so. Ich glaube, das war ein sehr zurückgezogen lebender Mensch. Der Ja. wollte ja auch keine Fotos von sich haben. Es ist kein Zufall, dass es kaum Bilder von dem gibt. Ja, Man gut weiß es möglich. nicht. Aber trotzdem, schön, dass sie da Nachrufe macht, weil ich glaube, ich befürchte leider, das wird mehr und mehr Du kommen. meinst, es ist eine Es ist eine zukunftsfähige zukunftsfähige Rubrik. Rubrik. Man weiß es nicht. Das ist jetzt schon galgenhumorig. Ja, es ist ein bisschen, Ja. aber sind wir ganz ehrlich, also die meisten Leute, die jetzt in der Szene sind und die ganz früh angefangen haben, Ja, sind ja. inzwischen 70 Ja, und wir leben nicht, Hunde wollte ewig leben. Ja, ja. also ist so. Hier ist auch eine Retro-Szene. schöne Sache, da war ich für diese Seite in Bamberg, um einen Sammler namens Daniel Amon zu besuchen. Und dann war aber da auch sein Vater, der die Sammlung in Wahrheit begonnen hat. Und da habe ich hier diese Seite gemacht, die tatsächlich noch ein, zwei Infos mehr hat als das Video, das ich aber auch gemacht habe. Und auch hier so ein Beispiel, wie wir auch bei Retro-Gamer versuchen, jetzt nicht stehen zu bleiben. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe so ein 15-minütiges Na, Mini-Doku-Video super. zu dieser wirklich beeindruckenden Sammlung gemacht. Könnt ihr euch auf retrogamer.de anschauen. Übernehmen das dann die Engländer und zahlen dir was Nee. dafür? Nee. Die Säcke. gucken sich, glaube ich, das Heft gar nicht an. Und Retro Gaming Museum Wien. Genau, Sehr da schön. war der Tom Schmitz. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Ich freue mich sehr, dass einige, sag ich mal, ja, Museen und ähnliche Räume, Etablissements, die sich mit Retro-Spielen beschäftigen, Retro-Gamer jetzt auch entweder ausliegen haben oder sogar verkaufen. Das Retro-Gaming-Museum in Wien, der Retro-Spiele-Club in Hamburg, Retro-Games e.V. in Karlsruhe und jetzt ganz neu auch das Computerspielemuseum in Berlin. Und das macht mich A stolz und B hoffe ich, dass wir da vielleicht auch noch den einen oder Ja. anderen Leser mehr erreichen. Und ja, das wollte ich einfach bei der Gelegenheit Ja, auch mal ist sagen. doch gut. Und das hat sich wirklich aus dem Besuch heraus ergeben vom Tom. Sehr schön. Und jetzt die Vollversion. Und jetzt findest du innerhalb von Sekunden bitte den Fehler auf dieser Seite. Sind verdammt lange Sekunden, gell? 5, 4, 3. Schreibfehler? Ein massiver Schreibfehler. Ja. Steht statt Pizza Connection, steht Pizza Collection 1 und 2. Wobei zwei Teile können schon eine Collection sein. Aber dann würde nicht 1 und 2 dahinter stehen. Ja, Dann das würde nur stimmt. die Pizza Collection drunter stehen. Ja. Also, den Fehler habe ich verbrochen. Denke ich, ich habe nicht nachvollzogen, ist viel zu peinlich. Ich kann euch nur sagen, diese Doppelseite ist wirklich als letztes im Heft entstanden.
Und 4 Uhr in der Früh, ja, das nicht, aber Sonntagabend. irgendwie so 10:30 Uhr am Abend. Und da passiert sowas. Solange du hier nicht schläfst, so holst du dir deine 20 Vollversionen, Ja, genau. Sie haben schreibst. aber es auch noch geschafft, einen kleinen Fehler in die URL einzubauen. Aber ich glaube, dass das nicht www-minus Plus heißt, sondern Retro-Gen. www-plus. Das weiß wirklich jeder. Das ist nicht so schlimm. Ja. Aber Pizza Collection, Pizza wow. Collection ist nicht schlecht, ja. Cool. Ja, hat Und dann sind was. wir auch schon fast durch. Ja, hier machen wir auch viel Werbung auf retrogamer.de oder für retrogamer.de. Stellen unseren Shop vor mit begeisterten, jung gebliebenen Menschen, zumindest in ihrer Wie Fantasie. läuft das denn jetzt mit retrogamer.de? Was habe ich dort zu erwarten? Na, du hast zu erwarten, so pro Woche 3 bis 4 neue News oder Artikel. Darunter zum Beispiel ein Joystick vom Christian Wenck. Aber auch immer wieder vom Hardy, auch seltener von mir, einfach kurze Artikel, Die jetzt nicht im Heft die drin nicht im sind. Heft erscheinen. Genau. Umgekehrt gibt es das Heft nicht auf der Webseite. Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Wir können nur funktionieren, wenn wir genügend Abos haben. Heftverkauf ist auch schön, bringt uns aber in Wahrheit kein Geld. Die Abos sind's. Und wenn wir im Web jetzt unsere Artikel hergeben, bis auf die Leseprobe sind so 12, 14 Seiten, können wir es vergessen. Ja, klar. Naja, das ist einfach so. Darum sind das eigene Artikel, die man sich angucken kann. Habe ich was Falsches gesagt, oh Herr? Es Nein. donnert kräftig. Aber, also ich würde an eurer Stelle da einfach mal ab und zu vorbeischauen, weil wir da halt auch Neuigkeiten, die vielleicht so ein bisschen Retro-Gamer-mäßig funktionieren, Und natürlich abhandeln. das Merch mit der Pizza Collection. 1 und 2 Tasse. Ja gut, das ist kein. Das sollte man eine Tasse Das machen, musst du genau. jetzt, die musst du jetzt machen. Die müssen wir jetzt machen. Unseren Merch verkaufen, aber halt auch, was vielleicht noch sehr viel spannender ist, unser Grillfest anteasern und dort auch Tickets verkaufen. Wir machen Grillfest am 13.07. hier, naja, in der Redaktion nicht, die ist viel zu winzig, das könnt ihr dann sehen, falls ihr kommt. Da darf man mal kurz den Kopf reinstecken, mehr Platz ist nicht. Aber direkt am Parkplatz, auf so einer Rasenfläche, direkt am Bürogebäude, du kommst auch. Einige andere Leute kommen auch. Michael Hengst kommt angefahren aus Österreich, der Hardy kommt, Stefan überlegt noch, der hat mit den weitesten Anfahrtsweg aus Hamburg. Etliche andere Autoren, Autorinnen, Ja. Lokalisierer Ja, super. und so Sehr weiter. schön. Das wird richtig schön. Es gibt noch ein paar Tickets, wenn ihr interessiert seid. Geht auf retro-gamer.de. Im Shop findet ihr die Tickets. Und dann sind wir fast durch. Hier vom Harald die Das Homebrew-Rubrik. finde ich immer sehr Ja. spannend, muss ich sagen. Ich hatte nicht gedacht, dass einfach noch für so viele Systeme auch noch entwickelt Ja, aber wird. was er jetzt sagt, ist, er wird wahrscheinlich lieber wieder weg von den vielen, vielen gehen und hin, dass er zum Beispiel ein wichtiges, Okay. besonders tolles vorstellt. Wir mal gucken, wie wir das machen in Zukunft. Und jetzt hier habe ich eine Frage, Herr Locker. Ich habe die Das Mail schon bekommen. Grauen in Fenstern. Also, Ja. es sieht ja echt schön aus. Also, wirklich Macintosh-Grafik. Aber du kommst hier zu dem Schluss, dass es eigentlich sich nicht lohnt, das nochmal zu spielen. Ja. Jetzt frage ich dich, war das nicht schon klar, als du angefangen hast? Hätte man nicht noch Nein. was spannend? Ach so, Nein. okay. Also die Geschichte ist folgendes. Ich habe dem Jörg, habe ich verkauft, uninvited, ein altes klassisches Mac-Spiel, das Adventure spielen? Adventure-Spiel, sehr schöne Angelegenheit, optisch damals das eines der ersten, das so mit die neue, damals neue Grafikfenster-GUI Ja. aufgenommen hat. Hier grafisches Inventar und so Genau. Geschichten. Wow. Ziehe das in das grafische Inventar und ziehe es dann später an einer anderen Stelle wieder zurück. Also du musstest dir zum Beispiel keine Wörter dadurch merken oder der Parser fiel auf die Art und Weise weg. Jetzt hatte ich eigentlich relativ viel davon erwartet und fand es auch irgendwie ganz cool. Ich kann mich daran erinnern und habe es damals auch immer so bis zum gewissen Punkt gespielt. Aber ich muss ehrlich sagen, und ich weiß, weil du mir dann auch noch so ein bisschen gesagt hast, ja, aber warum steht es denn überhaupt drin, wenn du es so scheiße findest? Ich habe lange echt hin und her Ja. überlegt, dann danach, ist das, weil man kann ja ein Spiel anteasern und sagen, hey, das ist etwas, was dich auch in eine gewisse Zeit wieder zurückversetzt. In dem Fall würde ich sagen, es war nicht gut genug. Es lohnt sich heute nicht mehr, dieses Spiel zu spielen. Manche, ja, bei dem,
würde ich eher davon abraten. Hm. Ist jetzt ein bisschen so die Frage der redaktionellen Ausrichtung. Ist es etwas, was man eher dann in Zukunft vermeiden wollt? Wollt ihr, Leser, liebe Leser, mehr gekuschelt werden? Oder wollt ihr die knallharte Meinung? Gegenfrage. Es gibt Millionen von Retro-Spielen da draußen. Wollt ihr, liebe Leser, lieber gute Spiele, an die es wert ist, sich zu in so einem Heft haben? Oder solche, die man dann... Naja, sagen wir es so, das hat schon seine Berechtigung da drin, finde ich. Wegen des grafischen Macintosh-Interface. Also mehr als Zeitdokument. Es ist eines der wenigen Spiele für Mac, die überhaupt groß erfolgreich waren in den ersten Jahren. Mhm. Und deshalb, also ich glaube, beim nächsten werden wir dann noch ein bisschen nachdiskutieren, ein bisschen haggeln. Hier übrigens schon auch noch schön, du aktueller hast deinen Spielstand. Aktueller Spielstand. Oh ja, super. Ja, klassisch. Nur um mich zu revanchieren. Ich weiß auch, warum. Für die Tasse. Ja, genau. Ich halte die Klappe. Genau. Ja, und jetzt eine Rubrik, die ich immer sehr gerne mache und die wir dieses Mal verdoppelt haben von den üblichen zwei Seiten, weil einfach so wahnsinnig viel Feedback zur Erstausgabe von euch gekommen ist. Ich habe schon in ein, zwei Podcasts gesagt, wir hätten echt auch 8 Seiten machen können. Aber 8 Seiten hätte ja geheißen, dass so ein wertvolles Juwel wie Anatols Uninvited Retro Revival nicht hätte kommen können. Sensationeller Artikel. Und hier nur bringen knapp wir, geschlagen von Pizza Collection. Genau. Bringen wir, ich glaube, Pizza Collection ist wirklich das schönere Spiel. Also beide Teile. Die machen nämlich noch Spaß. Ja. Und hier gibt es wirklich ehrliche Leserpost, die ist nicht geschönt. Und sie ist immer ein bisschen gekürzt, weil viele schreiben noch wesentlich mehr. Wir konnten leider viele, viele Bilder nicht aufbringen. Hier bei sowas, wenn da zum Beispiel jetzt Kinder zu sehen sind, da fragen wir natürlich immer um Genehmigung. Ist dir klar, wir würden das jetzt abdrucken, ist dir das recht? In dem Fall war, ja klar, mach. Und dann habe ich nochmal vom selben Leser, und das fand ich total nett, ein Bild gekriegt, wie sie dann das Heft in den Händen halten und sich freuen, dass sie in dem Heft drin sind. Weil es sind noch zwei ganz kleine. Genau, Grillfest, Gewinnspiel, Auflösung. Und noch was. Wir waren auf der LNC24. Das war eine User-Community-Crew, die das für uns gemacht hat. Nämlich ihr könnt es hinter uns sehen, von links nach rechts Michael, Jan, Hendrik, Roman und Romans Sohn Nico. Und hier ist auch der René Meyer zu sehen, kennt sicherlich jeder im Retro-Bereich. Und dann werden wir am 1.6. schon, also in Kürze, werden wir in Rosenheim auf der Retro-Börse sein mit Retro-Gamer. Mhm. Und mal sehen, was wir danach noch so machen im restlichen Jahr. Aber eine Sache ist schon sicher, wir werden auf der Gamescom sein, mit einem hoffentlich nicht allzu kleinen Stand und mit richtig 4 Leuten die ganze Woche gebucht und vielleicht auch dem einen oder anderen Autoren, der mal vorbeischaut. Und Halle 1, Stand A1 bis Z48. Nein, Retro-Halle irgendwo in einem mittelgroßen Eck. Jedes netteste Eck. Da kann man uns dann, glaube ich, wirklich auch mal leibhaftig sehen, weil Rosenheim, alles was im Süden ist, auch das Grillfest München-Ost, klar, ist für Norddeutsche schwer zu erreichen, obwohl auch zum Grillfest sich Österreicher, Schweiz angemeldet haben, aber Österreich und Schweiz liegt im Zweifel sogar näher an München als halt, keine Ahnung, Bremerhaven oder so. Trotzdem, ich freue mich, es kommt mindestens einer. Klaus, wo ist der Klaus? Der aus Bremen, Bremerhaven? Oh, das habe ich jetzt vergessen. Große Sünde, ich weiß, ich glaube Bremerhaven. Schlag mich nicht, sag mir das, wenn du da bist. Und das ist halt noch so die letzte Sache. Wir haben jetzt nicht nur das Heft übernommen in Eigenregie, wir haben nicht nur neue Rubriken erfunden, wir machen nicht nur noch mehr deutsche Inhalte. Wir wollen halt auch ein bisschen überhaupt mal auftreten im Markt als Retro-Gamer zum Anfassen. Aber das ist ja auch für uns, ist ja eine Feedback-Schleife. Man kommt mit Leuten ins Gespräch, man kriegt Anregungen. Das ist total wichtig. Und ich meine, für euch ist es auch, ich meine, es macht Spaß, mit den Leuten dann einfach auch zu reden, weil du redest mit den Experten und mit deinen Kunden. Genau, mit Kunden, die sich in ihrem Spezialgebiet in aller Regel besser auskennen als du. Ja. Weil als Journalisten sind wir halt immer Generalisten, bis auf die Einzelsachen. Bei Ultima erzählt man, glaube ich, keiner was, aber jeder hat so seine Steckenpferde. In Flammen Ruhe. Ja, sehr gut. Das ist ein Feuerball. Ja, danke. Und, der Kleine. Der Kleine, genau. Und dann gibt es noch den... Keine Ahnung.
kommt man nicht drauf. Aber es gab eine andere Silbenfolge, das war dann der große Fall. Und insoweit, wir freuen uns, euch zu sehen beim Grillfest in Rosenheim, aber am wahrscheinlichsten erstmal, sage ich, weil es einfach eine viel größere Veranstaltung ist, auf der Gamescom 22. bis 27. irgendwas um den Dreh um 8. Und ich sehe schon zwei Sachen, ja, was ich unbedingt in der nächsten lesen will. Ja. Nämlich die, eigentlich drei. Also ich bin kein super großer Fable-Fan, aber ja, der nächsten GBA, da bin ich echt gespannt, was ihr macht. Mehr als eine Doppelseite. Mhm. Counter-Strike bin ich auch gespannt. Das war eines der wichtigsten Spiele, glaube ich, überhaupt für die Verbreitung von PCs. Ein von mir das hochgeschätzte Super Metroid, wo es einen Sprung gibt, wo du so Ping-Pong nach oben die Wand. Ja, so ein Schacht, um Gottes Willen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe das Spiel deshalb aufgegeben. Ich habe mindestens 7 Stunden daran verbracht, weil ich es unbedingt weiterspielen wollte. Bin ich hochgekommen. Ja. Ja, und hier noch eine Eigenanzeige von den Kollegen oder eine Gegengeschäfts, nennt man das, Anzeige der M-Games, die wir an dieser Stelle auch herzlich grüßen wollen. Ja, jetzt sind wir am Ende. Ein bisschen überzogen haben wir. Ein bisschen sehr. Du hattest irgendwie gesagt, wir sind in einer halben Stunde durch. Ich hatte eine Dreiviertelstunde gesagt. Ja, aber es ist auch echt, es ist halt ein fettes Heft. Ja, es ist halt ein dickes Heft und du weißt so viel zu erzählen. Vielen Dank. Gerne. Hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ihr das Heft noch nicht kennt, ihr könnt es auf retro-gamer.de jederzeit bestellen. Am Kiosk ist es aktuell. Aber ich kann es nur wiederholen. Am meisten bringt uns ein Abo und darum machen wir auch am meisten für unsere werten Abonnenten. In diesem Sinne, gehabt euch wohl!